etwas Asiatisches. Einen gebratenen Reis mit Gemüse, gegrillten Würstchen und Spiegelei. Ganz einfach und schnell. Die Würstchen, die sind gestern beim Grillen übergeblieben. Die haben wir noch kalt da liegen. Die kommen dann einfach in den Reis reingeschnitten. Lecker Gemüse dazu. Ein einfaches, schnelles Gericht. Wir sehen uns. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Reis mit Gemüse, gegrillten Würstchen und Spiegelei brauchen wir folgende Zutaten. Gekochter Reis von gestern, Grillbratwürste von gestern, am besten grobe oder Rindsbratwürstchen, wie man mag, und dann natürlich Gemüse. Eine rote geschnittene Paprika, geschnittene Zwiebel, ich habe eine rote und eine halbe weiße Gemüsezwiebel und eine Zehe Knoblauch, 100 Gramm Zuckerschoten, Sojasauce, Fischsoße und nachher zum Garnieren kommen dann 4 Spiegeleier dazu und etwas Koriander drüber. Jetzt zeige ich, wie es zubereitet wird. Viel Spaß beim Zuschauen! Wie immer schwitzen wir als erstes Zwiebeln und Knoblauch an. Reis dazu. Hier ist hier ein bisschen fest geworden von gestern, ein bisschen auflockern. Dazu und die Zuckerschoten. Sieht schon schön bunt aus. Ein bisschen köcheln, dass die Paprika und die Zuckerschoten ein bisschen weich werden. So, jetzt machen wir ein bisschen Sojasauce und Fischsoße dran. Sojasauce. Und eine Prise Pfeffer. Wir
es richtig scharf haben will, kann natürlich auch noch Chili dran machen, aber mir reicht es so. Wer kein Koriander mag, kann ihn natürlich weglassen, weil es gewöhnungsbedürftig für europäische Geschmäcker. Aber ich esse den ganz gerne und darf bloß nicht zu viel sein, dann schmeckt es wie Toilettenseife. Aber so ein bisschen Koriander, das gibt dem ganzen exotische, würzigen Geschmack. So, jetzt machen wir drei Spiegeleier, die dann noch über den Reis rüberkommen. Gebratener Reis mit Gemüse, gegrillten Würstchen und Ei. Sehr leckeres, schnelles, zubereitetes asiatisches Gericht.